Heute im Homeoffice Lunch orientalischer Couscous mit Rosinen, Karotten und Zitronendip. Bon Appetit! Neben Tiefkühlpizza ist wohl Couscous eines der einfachsten Gerichte, die man machen kann. Außer, dass man natürlich noch so ein paar Handgriffe mehr hat. Ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert und wie lecker auch es sein kann. Beziehungsweise Lisa, du musst dann sagen, wie lecker es ist. Als allererstes schwenkt ihr einfach mal so einen ordentlichen Schwung gehobelte Mandeln an. Währenddessen die Mandeln in der Pfanne bräunen, könnt ihr euch hier so ein bisschen um die Fingerkarotten kümmern. Warum die Fingermöhrchen heißen? So, die schält ihr einfach nur so ein bisschen runter. Wenn die Mandeln so aussehen, wie sie jetzt hier aussehen, dann ist das ein Zeichen dafür, sie aus der Pfanne zu nehmen. So, schön vorsichtig zurück. So. Aber die Pfanne, die nutzt ihr jetzt trotzdem weiterhin. Da gebt ihr einen kleinen Schuss Olivenöl ran. Legt die geschälten Karotten einfach dazu. Dann mit dem Sparschäler zieht ihr euch so eine Zeste Zitrone runter. Genauso mit der Orange. Da macht ihr dann eine Prise Salz drauf. Und dann lasst ihr die ganz langsam, so circa 8 Minuten vor sich hin braten. Und in der Zeit machen wir den Couscous. Einfach die Gewürzmischung Ras el Hanout. Da macht ihr ungefähr einen Teelöffel oder einen halben Esslöffel. So. Pfeffer. Salz. Die immer schön wenden, nebenbei. Dann die Hälfte der Mandeln, das gibt so einen richtig schönen, nussigen Geschmack. Dann die Orange, die komplette Schale hier ranreiben. Lisa meinte gerade völlig zu Recht, sag mal Hannes, was machen wir denn mit der Schärfe? Hast du irgendeine Schärfe drin? Nein, habe ich natürlich nicht, aber hier ist die Schärfe. Die kommt da jetzt natürlich noch in kleinen Scheiben herangeschnitten. Und auch hier, Lisa, darfst du bestimmen, wann wir stoppen. Stopp. Ich glaube, das ist vernünftig auf. Doch, je kleiner die Chili, desto schärfer, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, wie viel Chili es sein darf, beziehungsweise wie viel Chili es nicht sein darf. Und die viel wichtigere Frage ist noch, womit süßt ihr denn, wenn ihr keinen Zucker benutzt? Sind es Datteln? Sind es Rosinen? Sind es getrocknete Aprikosen? Es ist irgendein anderes Süßungsmittel. Gut, was fehlt? Ah, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Schwarzkümmel. Dann rühre ich die frische Minze. Also beziehungsweise tue ich die erstmal hier mit rein. Dann kommt hier auch noch ein ordentlicher Schuss Öl ran. Guck mal, wie schön das aussieht. Hier reiben wir ein bisschen Zitronenschale schon mal in den Joghurt. Das ist jetzt so ein 10%iger Joghurt. Dann pressen wir Saft damit ran. Dann hat der Joghurt auch so eine kleine frische Note von Zitrone. Wir können anrichten, Lisa. Das ist das Hervorragende. Am besten nehmt ihr euch dann auch zu Hause so eine Schüssel hier. Dann drückt ihr das schön, also nicht zu fest drücken. Aber drückt es leicht oben am Rand heran. Dann haben wir ja Joghurt. So, und dann, wie man das auch so vom Humus kennt, kennt ihr ja auch. Dann macht ihr hier so eine kleine Kuhle euch rein. Zack. Dann nehmt ihr die Karotten und packt die einfach wild mit an den Couscous hier so heran. Die Orangenschale. Und die Zitronenschale entfernt ihr natürlich. So. Und dann macht ihr Folgendes. Dann nehmt ihr euch ein paar Mandeln, macht die hier einfach nochmal so ein bisschen wild drüber. Dann aber auch gerne nochmal so ein paar Rosinen. Die macht ihr euch auch nochmal so ein bisschen drüber. Dann ja die
versprochene Dekominze. Dann noch so ein bisschen Öl. Gerne noch einmal ein bisschen von der Schale hier so drüber reiben. So, meine lieben Freunde, wenn das mal kein schnelles Mittagessen ist. Couscous mit Rosinen, Zitronenjoghurt und Karotte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt mir bitte gerne Kommentare und Rezepte wie immer foodmo.de. Lisa, wir können schnabulieren gehen.